Der Orden der Ritter unserer lieben Frau zum Schwan, kurz Schwanenritterorden oder Schwanenorden, wurde am 29. September 1440 von Kurfürst Friedrich II. Von Brandenburg gestiftet. In Anknüpfung an die Schwanenrittersage sollte der Orden in der Stadt Brandenburg unter der Führung der Hohenzollern dem dortigen Adel gemeinsame politische und soziale Ziele geben. Dieser älteste geistliche Ritterorden des preußischen Hauses rief neben Gebet und karitativen Werken den dortigen Adel auch zum Treuebündnis gegenüber Preußen auf. Auch Frauen konnten Mitglied werden. Wegen der steigenden Rauf- und Fehdelust erweiterte der Orden am 16. August 1443 seine Statuten dahingehend, dass er den märkischen Adel wieder stärker an Gottesfurcht und Ehrbarkeit heranführte. Das Ordenszeichen war eine Kette mit Herzen zwischen gezahnten Seidenschienen, an der das Bild der Gottesmutter mit dem Jesuskind sowie das Ordenssymbol der Schwan hingen. Diese verkörperte die Reinheit des Herzens, wie auch den steten Gedanken an den Tod, den der Schwan ja wie Jesus vorausahnt und beklagt. Versammlungspunkt des sich rasch über Nord- und Süddeutschland ausbreitenden Schwanenordens war zunächst die Marienkirche auf dem Harlunger Berg bei Brandenburg an der Havel. 1459 stiftete der Ansbacher Markgraf Albrecht Achilles mit Zustimmung des Papstes Pius II. Für die Ordensmitglieder aus seinen Stammlanden eine süddeutsche Filiale hier in der Georgskapelle in St. Gumbertus. Seit der Reformation verfiel der Orden allerdings, wurde aber offiziell nie aufgelöst. Zwar fasste der preußische König Friedrich Wilhelm IV. 1843 den Plan einer Neubelebung des Ordens mit Öffnung für alle Stände und Konfessionen, doch kam diese nie zur Ausführung. Seit 1980 besteht ein eingetragener gemeinnütziger Verein gleichen Namens zum Zwecke der Erforschung von Geschichte und Kultur. Er betätigt sich karitativ, fördert den Erhalt von Kulturgütern und setzt sich für die Ökumene ein. In Bamberg gegründet, ist der Sitz seit 1991 in Nürnberg. Schirmherr ist seine königliche Hoheit Philipp Kirill, Prinz von Preußen.